Mein Name ist Roberto González Monjas. Ich bin Konzertmeister und designierter Chefdirigent des Musikkollegiums Winterthurs. Die schwierige Corona-Situation hat unser Leben deutlich verändert. Als in Winterthur wohnender Künstler hat es mich interessiert, wie andere Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen mit der Pandemie umgegangen sind. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen. Jane, willkommen. Danke vielmals, dass du die Zeit machst für uns. Danke. Danke für die Einladung. Mit einem Wort, wie würdest du die jetzige Situation, Coronavirus, alles, was jetzt passiert und noch passiert, ja, wie würdest du das beschreiben? Es ist schwierig mit einem Wort, weil wir ja doch schon jetzt seit Monaten da drin stecken und ich selten in meinem Leben so viele Veränderungen innerhalb von Minuten fast schon, also richtige Meinungsveränderungen durchgemacht habe. Deswegen wäre es für mich wahrscheinlich so das Wort der Transformation. Und das Wort hat dann verschiedene Nuancen. In gewissen Momenten ist es eher ein bisschen negativ behaftet, weil es zum Teil aufgezwungene Veränderungen sind. Und je länger es dauert, ist es für mich aber auch ein sehr positiv konnotiertes Wort, weil ich die Transformation in vielem sehe, also in meinem persönlichen Leben, aber auch im beruflichen Alltag, bei Kulturprojekten, in Kulturinstitutionen. Das klingt immer ein bisschen abgedroschen, aber so die Chance auf tiefgreifende Veränderungen, sich nochmals bewusst werden, was macht man eigentlich, warum macht man es, dass die positiv genutzt werden kann und da eine nachhaltige Transformation passiert. Wie bist du in deiner Funktion als Präsidentin von der Kulturlobby um diese ganze Situation umgegangen? Und was sind die größten Herausforderungen für dich gewesen? Das hat sich eigentlich auch in verschiedenen Phasen abgespielt und wird sich wahrscheinlich auch noch weiter so verändern. In der ersten Phase war es einfach ein Rennen durch den Tag, durch die Nacht, um irgendwie an Informationen, eine große Ungewissheit, an Informationen gelangen, Informationen aufbereiten, bündeln, vermitteln, weitererklären, einfach ganz viel herausfinden, was müssen wir überhaupt tun, wo stehen wir, was passiert, wo, gar noch nicht so zukunftsgerichtet, sondern wirklich einfach im Moment. Ja, pro Tag, Tag pro Tag, ja. Total im Moment und einfach eine riesige Flut an Informationen, an Rechtlichem, was abgeklärt werden musste. Und dann gab es eine Zwischenphase, vielleicht im August, Juli, August, wo ein bisschen, man schon ein bisschen fast von Konsolidierung sprach oder ein bisschen spürte, okay, man kann einmal kurz durchatmen, man hat das Gefühl, man wisse jetzt ungefähr vielleicht auf einen Horizont von 1-2 Wochen, was passiert oder was passieren wird, gerade was die Rahmenbedingungen für das Veranstalten, für das Kulturschaffen betrifft. Man konnte kurz durchschnaufen und ja, ein bisschen zurückblicken und vorwärtsblicken, wo planen wir hin? Und dann, kam dann die nächste Phase, wo es dann eher wieder in den Schnelldurchlaufmodus wechselte und wir vom ein bisschen vorwärts oder vorausdenken fast wieder ins tägliche Problemlösen gelangten. Und das ist immer so dieser Wechsel, den ich einerseits recht anstrengend fand, aber halt andererseits auch, ja, irgendwie, immerhin gab es diesen Moment, wo man zwischendurch eine Perspektive hatte und ein bisschen vorwärts dachte. Und ich hoffe, der kommt jetzt dann wieder, weil das Thema einfach eben diese Ungewissheit, diese Planungsunsicherheit, ich glaube, das ist das große Thema. Und natürlich war die Zeit auch geprägt von vielen emotionalen Ups and Downs, weil man halt mit den Kulturinstitutionen und den Kulturschaffenden doch arg mitleidet. Jetzt als Kulturlobby kriegen wir viele Geschichten mit von persönlichen Schicksalen oder auch von Veranstaltungen, die irgendwie aufgebaut und im letzten Moment abgesagt werden mussten.
ja, das beschäftigt einem schon und man versucht dann trotzdem einfach begleiten zu können und auch Mut geben zu können und Hoffnung, dass es vielleicht ja, auf einem anderen Weg dann weitergeht. Die Welt transformiert sich, um dein Wort zu benutzen, und ja, ganz schnell. Liegen jetzt deine eigenen Prioritäten woanders? Hat sie das verändert? Hast du durch diesen Prozess vielleicht eine neue Perspektive über Prioritäten, wo Kunst zum Beispiel oder Kultur zum Beispiel steht? Also ich denke, mir geht es wie vielen anderen Menschen auch, dass man, wenn man so zurückgeworfen wird ins Nichts, also ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber wenn halt einfach keine Kultur da ist oder sehr, sehr wenig, dass man dann erst merkt, wie sehr sie einem fehlt. Oder? Und das ist in dem Sinne, ja, bedauere ich den Zustand ein bisschen, viel weniger Kultur konsumieren zu können. Aber ich sehe natürlich jetzt gerade als Kulturlobbyistin auch den positiven Effekt, dass viele Leute auch das wieder die Wertschätzung mehr entdecken oder was es bedeutet, täglich die Auswahl zu haben, ins Konzert gehen zu können, ins Kino gehen zu können, ins Theater gehen zu können, eine Ausstellung zu besuchen, was einem das auch gibt an einerseits sozialer Interaktion, an Begegnung, an Auseinandersetzung mit dem Leben, der Welt, dem Umfeld. Man trifft Menschen, die man jetzt nicht treffen kann im Kontext der Kultur. Man macht sich Gedanken, man ist inspiriert und man fühlt sich halt einfach gut und hat irgendwie ja, Nahrung auch für Geist und Seele. Und ich glaube, diese Erfahrung, was es bedeutet, wenn das nicht einfach per se da ist in Hülle und Fülle, die ja, hinterlässt bestimmt ihre Spuren. Und ich jetzt als Kulturlobbyistin hoffe, dass die Spuren, die das hinterlässt, auch nachhaltig wirken für die Wertschätzung der Kultur, was Kultur alles leisten kann für die Gesellschaft. Die letzte Frage ist ein bisschen so provozierend, aber ich finde es wichtig. Was würdest du sagen an alle, die sagen, ja, Kultur ist jetzt nur ein Privileg, ein Luxus, es ist nicht existenziell und man musste vielleicht jetzt nicht so viel Investition oder Help geben. Was sagst du? Ja, also es ist ganz schwierig, das in Kürze da eine schlüssige Antwort zu geben, vor allem eine, die nicht seit Jahren rauf und runter gespult wird, denn als Kultur sind wir seit Jahren in einem versuchen wir zu zeigen, wie wichtig, dass wir nicht nice to have sind, sondern systemrelevant, oder? Und ich persönlich glaube ganz fest und spüre auch, dass jetzt die Corona-Krise einerseits die verschiedenen Kulturkämpfenden näher zusammengebracht hat, also die verschiedenen Verbände, aber auch die verschiedenen politischen und Verwaltungsebenen, die Kultur, den Kulturförderkosmos, dass da die Leute näher zusammengerückt sind, was ich jetzt mal als ein positives und nachhaltiges Signal für die Zukunft erachte, in diesem Wertschätzungskampf, wo sich halt die Kultur ja, per se drin befindet. Was ich ganz wichtig finde als Antwort auf deine Frage, was nicht, oder als negative Antwort auf deine Frage, ist, ganz schlimm finde ich es, wenn wir mit Freizeit argumentieren, weil das wird oft, jetzt hört man das, oder auch bei diesen Regelungen wird gesagt, okay, Freizeitinstitutionen und Kultur, ja, findet zum Teil in der Freizeit statt, aber bei vielen Menschen ist Kultur Arbeit, es ist ein Sektor, der total unterschätzt ist von seiner Größe und Wirkkraft her und von seiner Wertschöpfung her auch. Und es ist einfach nicht nur Freizeit. Kultur kann so viel mehr leisten für die Gesellschaft. Ich würde mich jetzt wiederholen zum Anfang des Gesprächs, wenn ich das nochmals alles aufzähle. Deswegen lasse ich das. Wir machen den Bogen so. Und ich bin überzeugt, dass
Corona das hervorbringen kann, dass diese Wertschätzung, dass wir die nicht immer, wie du jetzt mit deiner Frage, ich mit einer Antwort beantworten muss, sondern dass die Menschen selbst gespürt haben, auch die Menschen in den Schlüsselfunktionen, absolut, wie wichtig Kultur für die Gesellschaft auch ist. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, dass du den Zeit uns gegeben hast. Das war wirklich erleuchtend. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und alles, gutes Durchhalten. Alles Gute, ja, genau. Danke vielmals.